Wir sehen heute den schwächsten Handelstag seit den Turbulenzen Anfang August. Damals ja Rezessionssorgen einerseits, dann diese Carry-Trade-Geschichte andererseits. Heute hat man vielleicht eine unheimliche Begegnung mit der Realität. Nicht nur in den USA an der Wall Street, sondern vielleicht auch beim DAX. Denn man stellt fest, vielleicht haben wir uns die Welt ein bisschen schön getrunken, könnte man sagen, nämlich die ökonomische Welt. Man hat ja gedacht, okay, die Fed, die senkt sehr schnell die Zinsen und das, obwohl wir eine robuste Wirtschaft haben. Und heute sind Zweifel an dieser robusten Wirtschaft aufgekommen. Warum das so ist, das will ich in diesem Video zeigen. Interessant ist jedenfalls, dass der Ölpreis jetzt auf den tiefsten Stand des Jahres 2024 fällt und das trotz dieser geopolitischen Spannungen, die wir ja allerorten sehen. Dann fällt auch zum Beispiel Bitcoin. Nein, pardon, es hat nur kurzfristig aufgehört zu steigen, muss ich mich bei allen Bitcoinistas natürlich entschuldigen. Aber schauen wir uns die ganze Chose mal an und wir starten mit diesem Idealszenario, Once in Lifetime Wall Street Rally. Wir haben ja diese massive Rally gesehen nach diesen Anfang August Turbulenzen, respektive schon Ende Juli. Wie ein Wasserball, den man versucht runterzudrücken. Jedes Mal ist er nach oben geditscht. Bisher heute nicht, kann sich ja noch ändern. Aber bisher ist das auf jeden Fall nicht der Fall. Da sehen wir schon relativ starken Druck in den Märkten. Und dieser Druck wurde nicht, kann man sagen, ausgelöst, war vorher schon da am heutigen Handelstag, aber ist mit Sicherheit nicht besser geworden, als wir den ISM-Index Gewerbe gesehen haben. Und wenn Sie da mal gucken, der Index 47,2, alles unter 50 Schrumpfung, ein Ticken schwächer als erwartet. Okay, das ist jetzt eigentlich kein Beinbruch, aber gucken Sie mal vor allem auf New Orders 44,6. Das ist der schwächste Wert seit Mai 2023 und gleichzeitig Prices Paid, also die gezahlten Preise, 54,0, also das Einzige, was steigt, das sind die Preise, während die Auftragseingänge so stark fallen wie seit Mai 2023 nicht mehr. Und schauen wir uns mal den Vergleich an zwischen diesen bezahlten Preisen und der Inflation in den USA. Da sehen wir, da gibt es einen gewissen Gleichlauf. Und wir sehen auch, dass eben diese Preise innerhalb dieser ISM-Komponente im Grunde ja seit Sommer 23 latent nach oben geht, also eine Aufwärtstrendsituation hat, im Gegensatz zum disinflationären Trend, der ja im Gütersektor vor allem der Fall war. Heißt das, dass wir möglicherweise irgendwie mit den Preisen nicht runterkommen? Und wenn wir mit den Preisen nicht so richtig erstmal runterkommen, dann könnte das bedeuten, dass die Fed eben auch nicht so schnell die Zinsen senken kann. Das heißt, ich habe möglicherweise eine stagflationäre Situation, also eine schwache Wirtschaft, aber aufgrund der doch irgendwie ja, widerspenstigen Preise, die nicht runter wollen, kann die Fed die Zinsen nicht so senken. Und das wäre so ziemlich das Gegenteil des eingepreisten Goldilocks-Szenario. Deswegen dieses Innehalten heute. Das kann sich alles natürlich ändern mit den Arbeitsmarktdaten, vor allem am Freitag. Aber dann hatten wir auch 15:45 die zweite Veröffentlichung des Einkaufsmanager-Index von S&P Global. Praktisch nur andere Anbieter in Sachen Einkaufsmanager-Index, aber da ist sehr Interessantes rausgekommen, nämlich hier sagt man, dass vor allem die Industrie eben die Wirtschaft zunehmend belastet und vorausschauende Indikatoren deuten darauf hin, dass diese Belastung in den kommenden Monaten sogar stärker wird. Und hier sagt man eben auch, dass die Verkäufe nachlassen. Das führt dazu, dass die Lagerhaltung ansteigt, weil man die Waren nicht verkaufen kann. Und jetzt sagen sich die Firmen, naja, oder die Fabriken, naja, wenn wir keine Waren verkaufen, dann produzieren wir weniger. Wenn man weniger produziert, was macht man? Man reduziert die Zahl der Beschäftigten, wie es hier steht, und kauft weniger Vorprodukte, weil sich eben die Sorgen über Überkapazitäten hier breit macht. Und diese Kombination aus sinkenden Aufträgen und steigenden Lagerbeständen ist der düsterste Ausblick, Zitat hier, auf die Produktionstrends seit 1,5 Jahren und eines der beunruhigendsten Signale seit der globalen Finanzkrise. Und man hat eben weiter steigende Löhne, hohe Transportkosten werden als Faktoren dafür genannt, dass die Importkosten so stark gestiegen sind wie seit April 2023 nicht mehr. Und das ist natürlich schon eine relativ giftige Mischung, die doch ziemlich deutlich kontrastiert mit dem, was an beste aller Welten eigentlich eingepreist ist. Hier sehen wir das mal mit dieser Lagerhaltung, Manufacturing Inventories. Hier sehen wir, wie stark das nach oben geht. Das ist der stärkste Anstieg seit einem Jahr
Jahrzehnt, also in diesem Monat, in diesem August, aus dem die Zahlen stammen, sind die Lager so stark angestiegen wie seit über einem Jahrzehnt nicht mehr. Das muss man sich mal vorstellen. Also das ist kräftig. Und ja, es ist natürlich so, dass dieser Manufacturing-Sektor, der Industriesektor, der Gewerbesektor eigentlich für die US-Wirtschaft keine so große Rolle spielt. Hier sehen wir das so um und bei 17-18%, dagegen 76% um und bei ist die Dienstleistung. Aber die Wall Street nimmt diese ISM-Manufacturing-Daten, die heute ja gekommen sind, immer eigentlich ernster als die Service-Daten. Warum? Weil vor allem Firmen im S&P 500 ihre höchsten Profite eben, oder die Firmen mit den höchsten Profiten neben Tech sind eben aus dem Industriesektor, während der Dienstleistungssektor auch relativ schmale Margen bereithält. Da kannst du nicht so auf die Tube hauen und hast dementsprechend eine etwas geringere Wertschöpfung. Und das ist das, oder das bestätigt so ein bisschen, was Dollar General, diese Einkaufskette, ja gesagt hat. Also der Konsument wird schwächer, wo man sagt, fast ein Drittel der Leute haben mindestens eine Kreditkarte, die auf Anschlag ist, also wo sie praktisch mit der nicht mehr einkaufen können und für die sie dann über 20% Zinsen zahlen mit dem Zinseffekt. Eine ziemlich unschöne Geschichte. Hier bei Capital One, das ist ein Kreditkartenanbieter, der durchaus eher schwach bonitäre Kunden hat, überwiegend, sehen wir, wie das nach oben gegangen ist und wie das Ganze sozusagen echt den Konsumenten Probleme macht. Und das sehen wir jetzt eben in den Wirtschaftsdaten, während gleichzeitig eben hier diese Marktteilnehmer sagen, ja, also wir werden 4 schnelle Zinssenkungen sehen in Folge mit keinem Slowdown in der Economy. Also there is no slowdown in the economy. Die bleibt robust, wundersamerweise. Und ja, es ist natürlich auch so, dass wir ziemlich widersprechende Daten haben. Maverick Wall Street hat das mal versucht zusammengefasst. No rate cuts, relativ robuste Service-ISM-Daten, die Erstanträge, die okay sind. Wir hatten diese wundersam starken Retail-Sales, also die Einzelhandelsumsätze. Wir haben ein starkes BIP. Auf der anderen Seite hatten wir schwache Payrolls, also die Arbeitsmarktdaten aus dem letzten Monat. Dann eben Manufacturing PMI wie heute. Construction Spending kam heute auch, war auch deutlich schwächer, negativ mit, glaube ich, minus 0,3% Pending Home Sales auf dem Allzeittief. Retail Earnings, also das, was die Einzelhandelsunternehmen sagen, all das spricht eigentlich dafür, dass die Wirtschaft schwach ist, weswegen die Fed die Zinsen schnell senken müsste. Andere Daten sind stärker, also es ist nach wie vor ein bisschen schwieriges Bild, gar keine Frage. Und deswegen werden die US-Arbeitsmarktdaten am Freitag so wichtig. Da ist ja die Frage dann eben, naja, wie zuverlässig sind die? Was ist von denen zu halten? So oder so, Goldman Sachs hat jetzt erstmal gesagt, also gucken wir uns mal unsere Frühindikatoren an, die wir haben. Dann sehen wir, dass das wahrscheinlich bedeutet, dass die Firmen weniger Geld verdienen werden, dass die Margen schlechter werden. Und das würde zu diesem Bild, das ich hier gezeichnet habe, passen. Und hier sehen wir nochmal den tieferen Grund für die Abschwächung. Das ist, wenn die Zinsen höher sind als die Inflation. Und das ist jetzt seit gut einem Jahr der Fall. Jedes Mal, ich hatte das schon mal gezeigt in einem Video, jedes Mal kam es dann zu einer Rezession. Diesmal ist natürlich alles anders. Das wissen wir auch durch das Wunder. Aber das ist eben die Frage, ob dem so ist. Ich habe zwei Empfehlungen, bevor ich den zweiten Teil anschaue. Ankündige, indem ich sehr saftige Grafiken noch habe. Hier erstmal DAX mit neuem Rekordhoch. Die Abkoppelung von der Realwirtschaft. Im zweiten Teil auch mehr zu der Lage hier in Deutschland vor allem. Erste Empfehlung, die ich hier geben möchte. Und dann warnt jener Experte, der gesagt hat, dieser Carry Trade wird in die Luft fliegen. Der sagt, das war es noch nicht. Da kommt noch mal was. Märkte vor nächsten Schock. Der Experte warnt. Zweite Empfehlung. Und die dickste Empfehlung natürlich. The Wall Street DAX. Unheimliche Begegnung mit der Realität. Teil 2 finden Sie unter dem Video. Das würde mich sehr freuen, wenn Sie das auch anschauen. Wie gesagt, knackige Grafiken. Ich packe sehr viel Herzblut in diese Videos, sehr viel Arbeit und habe schon gesagt, dass uns das monetär etwas bringt, wenn das auf einem anderen Kanal läuft. Aber ich finde es einen fairen Deal, weil Sie eben weiterhin kostenlos diese Videos gucken können und gleichzeitig eben irgendwie diese Arbeit ja auch refinanzierbar sein muss. Also direkt unter dem Video, zweiter Teil, bitte anklicken, würde mich sehr freuen. Wir sehen uns gleich. Bis dann, ciao.